Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Seit gestern ist das Grand Soiree Arcade Event aktiv und das Update hat auch ein Patch mit sich gebracht, was einige Änderungen ins Spiel gebracht hat. Unter anderem einen Wraith Nerf, einen Gibraltar Buff, als hätte der nicht schon genug Buffs in den letzten Monaten oder Seasons abbekommen. Einen Krypto Buff und an den Energiewaffen wurde ein bisschen geschraubt, was uns alle ein bisschen Fragezeichen hinterlassen wird. Dazu aber jetzt gleich mehr. Viel Spaß bei den Infos. Ich möchte vorab natürlich wie immer sagen, lasst einen Daumen für dieses Video da. Und wenn ihr keine weiteren Informationsvideos, Tipps und Tricks und Livestreams von Apex Legends verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Da werdet ihr aktuell immer informiert. Und jetzt viel Spaß mit den Informationen. Ich starte zunächst mit dem Gibraltar. Der hat eine passive Fähigkeit dazu bekommen. Ihr könnt unter seiner Kuppel, beziehungsweise nicht ihr, sondern der Gibraltar selber nur, der kann jetzt unter seiner Kuppel Teammates schneller wieder aufheben, wenn sie gedauert worden sind, finde ich an sich eigentlich eine coole Fähigkeit, aber der Gibraltar hat in den letzten Monaten doch genug Buffs abbekommen. Es wird Zeit, dass die ein oder andere Legende auch mal einen Buff abbekommt. Deswegen komme ich jetzt gleich mal zum Krypto. Der Krypto hat ein paar coole Sachen dazu bekommen, die meiner Meinung nach Zeit wurden. Der wurde gar nicht so oft gespielt, weil man ursprünglich eigentlich dachte, in Season 3 wird er häufiger gespielt als neue Legende. Und zwar wurde die Drohne verbessert. Die Drohne hatte ursprünglich anfangs einen Lebenspunkt. Man konnte mit einem Schuss die Drohne zerstören. Die hat jetzt 30 Lebenspunkte, das heißt, ein Schuss wird in Zukunft wohl nicht reichen. Ich gehe zwar davon aus, dass das nicht jede Waffe betrifft, weil eine Sniper wird, denke ich, meiner Meinung nach genug Schaden auf die Drohne austeilen, sodass ein Schuss reicht. Aber die ein oder andere Waffe, wie zum Beispiel eine Shotgun, durch die Streuung wird die wahrscheinlich nicht mit einem Schuss diese Drohne jetzt plätten können, was eine coole Änderung ist. Dann wurde der EMP verändert. Der EMP hat früher von Teammates die Fallen ausgelöst, zum Beispiel beim Kaustik die Gasfallen ausgelöst. Das wurde jetzt entfernt und im Gegenzug wurde noch verändert, dass ihr, wenn ihr in einen EMP reinlauft, der von einem Teammate ist, wurdet ihr früher verlangsamt. War mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst. Das wurde jetzt auch entfernt. Ich finde es zwar cool, dass das entfernt wird, aber die Wahrscheinlichkeit, in so einen EMP reinzulaufen von einem eigenen Teammate, ist verschwindend gering. Ich hätte es geiler gefunden, wenn sie vom Kaustik endlich mal die Verlangsamung komplett entfernen, weil es gibt genug Kaustik-Spieler, wenn du mit Randoms spielst, die mit dem Gas nur so um sich schmeißen und es vielleicht taktisch nicht immer ganz so klug entscheiden und dadurch wirst du verlangsamt, die versauen dir vielleicht eine gute Runde und dann war's das. Das hätte ich geiler gefunden. Nichtsdestotrotz finde ich natürlich den Buff für Krypto und die Drohne richtig, richtig stark. Als nächstes kommen wir zu Wraith und da finde ich's, das ist unnötig meiner Meinung nach. Und zwar wurde die Bonusgeschwindigkeit, die ihr bekommt, wenn ihr die Unsichtbarkeit und das Portal aktiviert habt, das wurde komplett entfernt. Und als würde das nicht reichen, die Cooldown-Zeit von der Unsichtbarkeit wurde von 25 auf 35 Sekunden erhöht. Finde ich ein bisschen zu übertrieben. Ich gehe davon aus, dass die ein bisschen der kleinen Hitbox von Wraith entgegenwirken, dass sie ein bisschen abgeschwächt wird. Lasst euch in den Kommentaren aus, was ihr davon haltet. Würde ich mich sehr darüber freuen. Als nächstes kommen wir zu den Energiewaffen. Und hier werden viele von euch vielleicht Fragezeichen haben. Es wurde auch kommentiert, warum das gemacht wurde, auch wenn der Grund ursprünglich noch nicht genannt wird. Und zwar wurden sämtliche erweiterten Magazine für die Energiewaffen komplett aus dem Spiel entfernt. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen. Die Havoc hat dafür jetzt ein Grundmagazin von 32 und die Devotion 44. Weiter im Text wurde darunter kommentiert von einem Respawn Mitarbeiter. Es wird anfänglich etwas seltsam erscheinen, dass wir die Magazine komplett entfernt haben, aber in Season 4 oder zu Start von Season 4 werdet ihr schlauer sein, beziehungsweise erst dann wird richtig deutlich, warum jetzt schon die Energiewaffen komplett, beziehungsweise die erweiterten Magazine komplett entfernt wurden. Also den Grund genau wollten sie noch nicht nennen, aber in Season 4 werden wir schlauer sein. Deswegen irgendwas Großes wird mit den Energiewaffen wohl passieren. Was genau, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann wurde noch etwas erzählt von einem Tournament-Modus. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, weil ich zwar ein paar Informationen habe, aber im Spiel nichts darüber gefunden habe. Es soll wohl bald oder nur für ausgewählte Spieler einen Tournament-Modus geben, wo man private Matches öffnen kann.
Ich sehe darüber nichts im Spiel, deswegen möchte ich dazu nicht zu viel sagen, weil es vielleicht dann gar nicht passiert. Deswegen halte ich da einfach mal die Klappe. Das soll es von mir jetzt schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen auf die Sprünge helfen, euch informieren. Lasst dem Video gerne einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Informationstipps und Tricks, Livestreams von Apex Legends verpassen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Event. Geht ja jetzt 2 Wochen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.